Ihr hört Radio Motteck Strelo, powered by Fanprojekt Preußen Münster. Hier ist für euch das Radio Motteck Strelo. Mein Name ist Sandra Wortmann und neben mir rechts sitzt der Pinto, hi. Wir moderieren heute für euch das Heimspiel des SC Preußen Münsters gegen Unterhaching. Wir kommen nun zur Aufstellung für euch und zwar fangen wir an mit der Preußen-Aufstellung. Im Tor, da steht unser guter Mann Schulze Nius. Links nach rechts an die Abwehr, da spielt der Herrgesell. Heidmeier, Schmidt und der Schöne. Bischof und Zenger zusammenspielen. Kara, Abdi, Siegert und vorne drin unseren Kone. Ja, dann mache ich mal mit der Aufstellung der Gäste weiter aus Unterhaching. Im Tor ein gewisser Michael Zetterer. Davor linker Verteidiger. Fabian Götze, der Bruder von unserem Nationalspieler. In der Innenverteidigung Benjamin Schwarz und Mario Erb. Auf der rechten Seite Schwabel, Markus Schwabel. Auf der 6 Yannick Thiel und daneben Thomas Hagen, U20-Nationalspieler. Letztens noch im Einsatz, hast du gesagt? Genau, ja. Das war, einmal kurz schnell nachgucken, das war gegen die U23 von Polen, ja. Deutschland gegen Polen, wo Deutschland 2-0 gegen Polen gespielt hat. Thomas Hagen war da in der Abwehr zuständig. Ja. Heute vermute ich ihn auf der 6, wir werden uns überraschen lassen. Genauso wenig wissen wir so richtig, wer auf der 10 spielt. Da hat zuletzt Adon Abelski gespielt, der im letzten Spiel gegen Cottbus eine rote Karte gesehen hat, wegen groben V-Spiels und ganze 4 Spiele gesperrt wurde. Auf der rechten Seite vermutlich Lukas Hufnagel, links Redondo mit seinem schönen Vornamen. Willst du ihn präsentieren? Harry Prinz! Wir haben einen Prinz hier im Preußenstadion. Ist das nicht herrlich? Kenny Prinz Redondo, mit dem Namen vielleicht auch eine Redondo, ja. Für die Nummer 10 anstelle von Haas. Vorne drin auf jeden Fall, das steht nicht in Frage, Vogelsammer, Andreas Vogelsammer. Vielleicht noch kurz, wer nicht mit dabei ist, das ist einmal der Herr Hummels, der Bruder von Mats, und Herr Köpke. Der genau. Sohn von unserem Torwarttrainer Köpke ist auch nicht im Kader. Okay, gut. Ja, einen tollen Ersatzspieler, auf den wir uns beide freuen, ist der Tobias mit der Nummer 22. Der heißt mit Nachnamen Killer. Mal gucken, wen er heute hier hoffentlich nicht killt vom Platz. Ja, aber ist auf jeden Fall der erste Einwechselspieler, würde ich sagen, der hier genau. Kommen sollte. Da lese ich auch nochmal die Ersatzspieler von den Preußen vor, da der Kader heute ein bisschen mager ausfällt, wegen den ganzen Verletzungen. Der Jens Truckenbrot hat eine Magen-Darm-Grippe auch noch. Leider ist er nicht hier. Auf dem Wege wünsche ich ihm gute Besserung. Und zwar Ersatzspieler, Ersatztorwart ist der Marco Aulbach, dann haben wir Philipp Röhe, Riedel, Simon Scherder und Marco Pischorn. Ja. Eigentlich nur Abwehrspieler fast. Ja, die Ersatzspieler von Unterhaching schenken wir uns jetzt mal. Bis auf den Killer. Sonst ist da nichts Interessantes mit dem Nachnamen anzufangen. Welsmüller vielleicht, aber ja. Naja. So. Der Schiedsrichter gespannt. Hier im Preußenstadion. Hier ist die Mannschaften. Naja, bitte den eben noch vorlesen. Ja, Schiedsrichter kann ich euch noch vorstellen. Norbert Grudzinski mit seinen Assistenten Thorsten Bauer und Marcel Schütz. Und da steht die Haupttribüne jetzt schon auf, wo die Spieler einlaufen. Also alle sind hier gespannt auf das Spiel. Nachdem ja letzte Woche mehr oder weniger Pause war, da waren wir in Hamm im Westfalenpokal. Im Vergleich zu dem Spiel fehlt heute Piosek, der mit seiner 5. Gelben ausfällt. Für den Amatscheibu in die Startelf gerückt. Und Julian Riedel macht Platz für Herrgesell. Auf dem Wege wünschen wir noch Daniel Masuch gute Besserung. Seine Nase, seine Hand hat es getroffen und natürlich sein Gehirn ist so leicht durcheinander durch eine Gehirnerschütterung. Aber er war auch in Hamm auf der Tribüne, also es ging ihm nicht ganz so schlimm. Er konnte die halbe Stunde bis nach Hamm fahren. Und da den haben wir natürlich hier heute auch schon gesehen. Ja. Heute haben wir auch hier einen Star auf der Tribüne, den Götze Altmane. Ja. Mit Sicherheit noch der ein oder andere weitere Star hier. So. Nun zum Spiel. Ja. Es sieht aus, als würde Unterhaching hier anstoßen. Redondo geht da hin? Nein.
doch nicht. Kenny Prince nicht mit seinem ersten Ballkontakt. Bleibt Preußen auf der Seite der Fans. Unterhaching bleibt auf der Seite der Unterhaching-Fans. Ja, es sind tatsächlich ein paar da, die auch ein bisschen Stimmung machen. Ich glaube, ich höre sie so ein bisschen. Mittlerweile ist der Anstoß schon gefallen. Der Ball war, bleibt erstmal an der Seite der Unterhaching-Fans. Ja, die spielen da hinten rum. Ist tatsächlich so, dass Abdi auf der 10 spielt. Wir hatten ein bisschen überlegt, ob vielleicht Zenga da Kara da spielen würde und Abdi auf die Außenbahn geht, aber er hat heute auf jeden Fall die Möglichkeit, hier mal das Vertrauen des Trainers zu beweisen. Und Daching jetzt über die linke Seite, Flanke in den Strafraum war viel zu lang, da kann keiner drankommen, geht ins Seitenaus an der Eckfahne. Ja, erste Mal, dass die Unterhachinger hier über die linke Seite in die zu den Preußen rüberkamen, aber gefährlich ist anders. Einwurf für Preußen Münster auf der Seite von Preußen. Mit Bischof da ausgeführt und dann der lange Ball auf Abdi, aber ist ins Seiten ausgerutscht. Deswegen jetzt Einwurf für der Mittellinie für Unterhaching. Auch nochmal hier kurz die Spiele vom Vortag von gestern, den 21.11. Aufzählen. Und zwar hat der VfL Osnabrück gegen Stuttgart 2 3:1 gewonnen. Damit Tabellenerster ist der Osnabrück. Und Dynamo Dresden gegen Borussia Dortmund hat 1:1 gespielt. Wir könnten somit mit einem Sieg Platz Nummer 1 gewinnen. Wenn natürlich Wien-Wiesbaden gegen Fortuna Köln verliert oder unentschieden spielt. Nun wieder zum Spiel. Der liebe Pinto ist für euch da. Ja, es gab Einwurf für die Preußen auf der linken Seite, der Mittellinie. Da ist allerdings Gescheites draus geworden. Die Unterhachinger spielen hier nach hinten. Siegert hinterher, kann aber den Ball nicht kriegen. Dafür auf der linken Seite Kara jetzt im Ballbesitz. Bischof verliert aber den Ball, will das Spiel schnell machen. Jetzt kontern der Unterhachinger. Da ist allerdings nur einer vorne drin mit. Trotzdem noch im Ballbesitz. Der Unterhachinger jetzt auf die rechte Seite gelegt. Muss aber wieder abbrechen. Preußen hat sich da gut sortiert und Herge hat da aufgepasst und wird da gefoult und kriegt den Freistoß. Ja, kann sein, dass er über seine eigenen Füße gestolpert ist, aber es hat funktioniert. Und deswegen jetzt auch unser Ersatztorwart Schulze Nios das erste Mal am Ball mit dem langen Freistoß. Vielleicht auch Rocky Krone, der ist wahrscheinlich der Größte da vorne drin. Ja, geht Richtung Kara, aber ins Seiten aus. Ja, da fehlt noch so ein bisschen die Genauigkeit im Preußenspiel. Abdi läuft hier die Abwehrspieler der Gäste an, also interpretiert seine Rolle als Zehner da sehr offensiv. Krone lässt sich dafür ein bisschen fallen. Vielleicht hat Abdi einfach mehr Luft. Oder er hat einfach so viel Bock. Das denke ich natürlich. Jeder Preußenspieler sollte natürlich 100% geben, was sie auch tun. Und richtig Bock hier an den Start zu gehen. Die Stimmung der Preußen-Fans ist auch fantastisch. Ja, und der zweite gefährliche Rückpass hier, den Rocky Krone fast erlaufen hätte. Jetzt einfach auf der linken Seite, Bischof am Ball, kurz vom 16. Rocky dreht sich rein, aber da noch ein Fuß dazwischen. Ja, und direkt wieder Ball gewinnt, Zenga ist da und jetzt aber sein Ball nicht angekommen. Jetzt hat er sich wieder geholt, spielt über Hergesell. Auf jeden Fall. Und wird dabei gefoult. Ja, Freistoß jetzt. So ungefähr 10 Meter in der Hälfte der Spielvereinigung Unterhaching. Bischof wird das ausmachen. Er hatte gerade hier die erste große Chance eingeleitet. Durchgesteckt auf Rocky Krone, der sich dann in den Strafraum dreht. Und dann allerdings noch ein Unterhachinger Bein dazwischen. Freistoß jetzt ausgeführt, aber Unterhaching hat ihn abgefangen. Trotzdem dann Einwurf für Preußen. Kara jetzt am Ball zentral, legt nochmal über rechts. Und jetzt kann der Flanke. Zenga ist da im Kopf. Ja. Aber geklärt von Unterhach. Oh Gott. Chance jetzt für Kara. Ja. Abgeblockt. Da hat der Unterhachinger Verteidiger. Und da hat es, glaube ich, Bischof schwer getroffen. Sind, glaube ich, im Kopf zusammengeknallt. Hält sich da im Kopf. Ja, sind beide mit dem Kopf zum Ball gegangen, aber Bischof hat es da erwischt. Hat, glaube ich, sogar Foul gepfiffen. Nochmal zu der Situation gerade. Zenga mit dem Kopfball, so ein bisschen eine Bogelampe. Und dann schlägt der Verteidiger
mehr oder weniger über den Ball und legt Abdi quasi auf, der dann zurücklegen will, aber dann kein Durchkommen da für die Preußen. Also die Abwehr der Gäste, alles andere als sattelfest bisher. Ja, also viele Fehler auch im eigenen Strafraum, Unsicherheit bei dem Passspiel. Jetzt Freistoß aufgeführt auf Kara, Kara auf der linken Seite, behauptet den Ball, läuft weiter vorne und... Oh. Ach, der wird angeblich gefoult, aber nichts war's. Ja, also Schiri stand ziemlich nah dran, aus meiner Sicht sah es aber so aus, als wollte Kara abziehen und wurde dann am Schussbein getroffen. Es war nicht im 16er kurz davor, wäre natürlich ein guter Freistoß geworden. Aber so erstmal Ballbesitz für die Gäste. Allerdings bisher wenig Effektives hintenrum gespielt. Jetzt Kapitän Erb am Ballbesitz, wieder auf Torwart Zetterer. Jetzt trauen sie mit einem langen Ball nach vorne auf der linken Seite, aber Schmidt ist da und kein Gegenspieler weit und breit. Ah, trotzdem, dann wird er angelaufen und mit dem Ball ins Seiten aus. Einwurf für Unterhaching auf Höhe des Preußen 16ers. Allerdings nach hinten ausgeführt. Siegert läuft da hinterher, setzt ihn unter Druck und jetzt müssen sie ganz hinten rum über Zetterer spielen. Also da, ich glaube, sie waren noch nicht einmal im 16er, oder? Nee, bis jetzt sieht das eigentlich ganz gut aus. Preußen steht hinten gut. Die Unterhachinger tun sich schwer, nach hinten nach vorne in den Preußenraum zu kommen. Ja. Und Preußen läuft immer wieder früh an vorne, gerade wieder Siegert die Chance gehabt, da entscheidend zu stören, den Sechser. Ist nochmal gut gegangen aus Sicht der Unterhachinger. Der lange Ball jetzt von Preußen abgefangen. Über rechts geht dann Schöneberg mal nach vorne, nimmt Rocky mit, am rechten Flanke nach innen, aber kommt nicht zu Siegert an. Kann geklärt werden. Jetzt könnten die mal kontern, die Unterhachinger. Allerdings nicht besonders viel los da vorne. Ja, Schmidt dazwischen. Muss nochmal hinterher gehen, jetzt langer Ball. Erklär du die Situation. Ja, und da hängt über links durchgesteckt auf den Goalgetter Vogelsammer. Schulze Nios so ein bisschen weit vorm Tor. Er versucht dann den Heber mit links und der Ball landet auf dem Tor. Also, ja. Schmidt war da ein bisschen schmäht. Schulze Nio stand, finde ich, nach meinen Verhältnissen auch ein bisschen zu weit aus dem Tor heraus, so dass man gut von der Ferne in die linke Ecke reinschießen könnte. Ja, also erste Chance auch für die Unterhachinger, aber nichts passiert. Derweil Unterhaching wieder im Ballbesitz in der eigenen Hälfte. Ziemlich geordnetes Aufbauspiel, sage ich mal. Über Torwart Zetterer und Kapitän Erb, der jetzt auf der rechten Seite schickt seinen Kollegen Redondo, aber abgefangen von dem Preußen-Kara jetzt am Ball, aber verliert ihn wieder mit dem Fehlpass. Auf der rechten Seite jetzt Unterhaching, Kara arbeitet gut nach hinten und Einwurf für Unterhaching auf Höhe des Preußen-16ers. Da aber kein Durchkommen bisher, müssen nochmal hinten rumspielen, wieder über Erb und einmal die Viererkette durch hier. Die Unterhachinger versuchen immer wieder das Spiel aufzubauen, indem sie wieder hinten rum spielen und stark jetzt neu konvertieren. Gut gespielt. Krone nimmt ihr den Ball mit auf die linke Seite. Jetzt Hergesell könnte flanken, macht er Flanke oder Krone? Oh Gott. Kommt mit dem Kopf dran, aber nicht so richtig dahinter, kann keinen Druck aufbringen. Deswegen aber weiter Gefahr. Sieger, der arbeitet sich da den Ball dann. Ja, Hergesell schießt da aus 17 Meter oder so, aber weit vorbei. Also die erste große Chance, aber wenn Krone da irgendwie 5 cm den Kopf weiter nach vorne bringt, dann sitzt das Ding hier. Und Sieger dann auch nochmal stark nachgearbeitet. Hier regiert der SCP. Ja, und der Haring befreit sich mit einem langen Ball auf Vogelsammer, der kommt sogar an. Schmidt unterschätzt den Ball ein bisschen. Ja. Oh Gott. Eigentlich die Situation geklärt, da kommt noch Haching wieder dran und dann aus 20 Metern an den Pfosten geschossen. Also. Das war jetzt einfach nur pures Glück für uns. Ja. Das hätte auch anders ausgehen können. Ja. Schmidt hatte den Ball so ein bisschen unterschätzt, guckte auch da genau in die Sonne,
Aber trotzdem war die Situation eigentlich schon geklärt. Und dann bringen sie da Schulze Nyos nochmal in Gefahr und wieder Glück gehabt für Preußen. Also so gut sie offensiv bisher spielen, so defensiv ein bisschen instabil. Und da Haching hier gut im eigenen Raum in Kontakt. Jetzt der Ball wieder zurück zu dem Torwart von Unterhaching. Wieder rechts außen versuchen, jetzt wieder zurückzuspielen. Eigentlich passiert da immer nur ein Spielaufbau in der eigenen Unterhaching-Hälfte. Und versuchen immer wieder die Lücken zu finden, um nach vorne zu kommen. Doch Preußen steht recht gut. Wieder Spielaufbau hintenrum von den Unterhachingen. Unterhaching schaut sehr ratlos aus. Kommt da einfach nicht durch. Ja, jetzt versucht es mal über die rechte Seite, über Kapitän Erb. Und der wieder den langen Ball ansetzt. Aber jetzt Kara dazwischen, der jetzt über links gehen könnte. Bischof ist mit dabei. Er entscheidet sich aber in die Mitte zu ziehen. Jetzt mit Bischof und Rocky Krone im Doppelpass. Bischof könnte dann Schöneberg mitnehmen auf der rechten Seite, aber dreht nochmal ab und ja, sucht jetzt eine Anspielstation. Findet Kara auf links, der ins Dribbling geht und Abdi mitnimmt, der kann den Ball behaupten und wollte durchstecken zu Krone, aber da war nochmal Krone auf Kara, links rausgelegt. Allerdings alles zu da im 16er. Kara muss deswegen ein bisschen abbrechen, dann mit der Flanke links, aber kein Preuß in der Nähe. Der Befreiungsschlag aber bei Bischof gelandet, der dann den Kopf eines Unterhachingers anschießt. Und dann mit einem Foul sich den Ball wieder erobert, sonst wäre das eine ganz kritische Kontersituation gewesen. Also der ein oder andere Fehlpass da noch dazwischen. Und Abdi gerade in einer richtig guten Situation, wollte da durchsteigen zu Krone, hat den Ball vorher gut behauptet, macht da seine Sache auf jeden Fall bisher sehr gut. Alle, alle, Preußen Münster, singen hier die Fans. Wieder Unterhaching am Ball, links diesmal versuchen sie jetzt langer Ball nach vorne auf die 37, wer ist das noch schnell? Redondo, Kenny Prince. Ach, der Prinz hier. Und siegert jetzt über die rechte Seite, nimmt ab die im Zentrum mit, der nochmal rüberlegt auf Kara, der könnte jetzt in den 16er gehen, dribbelt an. Geht nach rechts, geht nach links, nochmal nach links, kann er abschließen? Ja! Ja! So sieht's nämlich aus! Wahnsinn, Treffer! Eisner Preußen, Mehmet Kara, geiler Typ. Auch klasse gemacht von Siegert, der lange Ball von Unterhaching kommt einmal nicht an, dann Siegert nimmt in der Mitte ab, die Mitte rüberlegt auf Kara und der geht in den 16er, wie wir ihn kennen, drüber nach rechts, nach links, dann ist er durch und macht das Ding ins lange Eck. Was ein Tor. Ganz stark. Von den Mehmet. Ja. Kara. Typisches Kara-Tor, ne? Ja. Unser Fußballgott hier hat wieder getroffen. Kara, Fußballgott. Weiter geht's hier wieder. Versuchen Unterhaching wieder den Spielaufbau hintenrum zu gestalten. Jetzt wieder auf die rechte Seite rüber. Weiter Schuss nach vorne, zentral, wo Dominik Schmidt den Ball gut rausrettet. Ja, er wollte, glaube ich, zu Schulze Nyos zurückköpfen. Ist aber noch einer dazwischen gekommen, allerdings war der Winkel dann so spitz. Und jetzt hat Schulze Nyos den Ball sicher, langer Abschlag nach vorne. Da geht erstmal keiner hin, aber der Kopfball auch dann bei Schöneberg gelandet. Der nimmt rechts Siegert mit, vorne ist keiner. Oh, dann schon wieder so ein Fehlpass. Von Benjamin Siegert. Ja, Unterhaching, aber dann Siegert arbeitet gut mit nach hinten und stört dann entscheidend. Deswegen erstmal keine Gefahr für das Preußentor. Die Gäste spielen nochmal hinten rum. Abdi läuft da vorne an, deswegen müssen sie bis zur Zetter hier am Torwart zurückspielen. Ja, also es scheint so ein bisschen das Mittel der Gäste zu sein, mit langen Bällen zu kommen. Wenn man die, glaube ich, unterbindet, dann wie beim 1-0 gerade durch Mehmet Kara, dann kann es ganz schnell gehen und dann auch klingeln vorne. Und einmal hat es ja schon geklingelt bei den Unterhachinger. Wir werden angegriffen von einer Killerspinne. Oh, da ist noch eine. So, ja, also, weiter geht's. Selbst die Spinnen wollen das Spiel hier sehen.
und auch mal ein Wort hier zum Spiel äußern. Ja, langer Ball jetzt wieder von Erb über die rechte Seite, aber abgefangen. Kara dazwischen und dann Einwurf für Preußen. Schön rausgeholt. Ja, also das war einmal keine Gefahr durch so einen langen Ball. Hergesell jetzt auf Kara mit dem Einwurf. Nochmal nach vorne, will nochmal Kara anspielen, aber ein Bein dazwischen. Wieder Einwurf, linke Seite. Ungefähr Hälfte des Unterhachinger Spielfelds. Hergesell dribbelt an. Ah, verliert dann aber den Ball. Und jetzt könnte es auch hängen. Da war die Hand im Spiel. Das hat auch, haben alle gesehen, außer dem Schiri. Einwurf jetzt für Unterhaching auf Höhe der Mittellinie, rechte Seite. Ja, das Handspiel wird nicht mehr so gepfiffen wie vorher. Nee, leider. Ja, traurig, also aber wahr. Mittlerweile ist wieder die Regel, glaube ich, dass irgendwie da die Absicht hinterstecken muss. Ich glaube, mittlerweile blickt niemand mehr durch. Wie die Regeln momentan sind. Ja. Ich sehe auch kein Freistoß-Spray hier, oder siehst du das? Weiß ich nicht. Beim Schiri. Ah, da muss man sein Hinterteil zu uns drehen. Ja, zeig mal das Pippöhchen hier. Herr Grabowski oder so heißt er. Genau, hier dabei wieder schön jetzt im Mittelkreis Unterhaching behält den Ball. Jetzt schön wieder auf der linken Seite rüber. Ja. Versuchen immer wieder einen Spielaufbau nach von hinten nach vorne aufzubauen. Langer Ball jetzt in die Zentrale da, durchgedeckt in den 16er, aber dann ins Tor aus. Da war nämlich noch ein Unterhachinger zuletzt dran. Vogelsammer war das, der da durchstecken wollte. Aber nicht angekommen. Abstoß für unseren Preußen-Keeper. Krone hebt die Hand, will den Ball haben. Wäre auch der erste Adressat da. Eindeutig. Schmidt hebt auch die Hand. Na, und ja, er fliegt und er fliegt und zu Rocky Krone. Der geht aber noch nicht mal hoch. Deswegen jetzt Ballbesitz für Unterhaching, aber Zenger dazwischen. Stark gemacht da, auf Schöneberg rausgelegt. Ja, Siegert fehlt dann auf der rechten Seite, deswegen. Oh, der gefährliche Wasser, Vogelsammer dazwischen, der jetzt nach links rauslegt. Aber ein bisschen ungenau. Unterhaching jetzt auf der linken Seite, von zwei getackelt, stark. Siegert jetzt den Ball und holt den Einwurf raus. Ja, da hatte Herr Schöneberg rechts keine Anspielstation, Siegert war irgendwie ins Zentrum gerückt. Und dann war das wieder so ein Querpass, wo dann er dazwischen kommt. Das ist das dritte Mal jetzt. Einmal Siegert schon, einmal Bischof schon. Das sind so die gefährlichen Dinger, die man abstellen muss. Jetzt Einwurf auf Krone, der rechts rauslegt. Auf Abdi, der dribbelt sich ja rum, richtig gut macht er das. Schon wieder, genau so ein Fehlpass. Aber Bischof holt ihn nicht wieder. Wird dann gefoult, aber Schiri pfeift. Doch, jetzt hat er gepfiffen. Ach. Da hat Abdi zwei aussteigen lassen, wollte dann den Seitenwechsel über Hergesell und Kara machen, aber einer dazwischen. Kara jetzt aber am Ball auf der linken Seite, dribbelt einen aus, nimmt jetzt Hergesell mit, geht links weiter, könnte flanken. Ah. Kein Abseits, nochmal Hergesell, jetzt die Flanke, alle zweiten Pfosten, aber da ist gar keiner. Siegert kommt an, mit der Grätsche holt er sich den Ball. Oh, stark. Und dann verliert er ihn wieder. Und dann. Jetzt hat er ihn wieder und. Noch kein Foul. Weiter geht's. Der Ball ist jetzt im Aus. Abstoß für den Unterhachinger Keeper. Jo, da hat der Innenverteidiger ist mit beiden Beinen voran auf Sieger zugesprungen. Hat den Ball aber gespielt, ohne dass es besonders gefährlich war. Und Preußen war noch in Ballbesitz, deswegen weiterspielen lassen. Aber wieder eine starke Aktion hier, Kergesell, der sich super mit nach vorne einschaltet. Zetterer jetzt im Pass. Schießt! Ja. Weit! Oh, Torwart hält. Schöne Abschussposition mit dem Vollspann von Bischof, der am Strafraumgrenze einfach mal aufs Tor schießt. Ja, Zetterer wollte einen Ball rausschlagen, wurde von Krone angelaufen, hat dann aber irgendwie nicht einen Mitspieler gefunden, sondern Bischof, der ungefähr 40 Meter vom Tor war. Allerdings waren Krone und Abdi dann vorne im Abseits, deswegen musste er selber versuchen und der Abschluss ist nicht besonders gefährlich. Währenddessen Ballgewinn Dominik Schmidt über Schulze Niehus mit dem langen Ball nach vorne Richtung Abdi, der nicht drankommt, deswegen jetzt Unterhaching aber wieder Ballgewinn. Schmidt im Ballbesitz über Hergesell, der Kara mitnimmt, in der Mitte ist Bischof. Bricht aber ab und wieder hinten rum. Erstmal sicher
Das ist auf jeden Fall die richtige Devise. Jetzt der Spielaufbau über Zenger, der rechts rausgibt. Dann der Ball Richtung Abdi. Nimmt ihn super an. Könnte jetzt schicken. Ja, schickt Siegert auf rechte Seite. Geht in den 16er. Ist immer noch am Ball. Jetzt mit links. Na, will er durchstecken. Und dann Krone am Ball am 16er. Oh, schade. Aber da hätte er lieber noch mal weiter nach links vorlegen können. Ja, Krone hätte noch mal rauslegen können. Aber es war auch ein Unterhachinger noch mal am Ball. Deswegen. Der den unter Druck gesetzt hat, ne? Ja, deswegen Eckball jetzt für Preußen. Der erste Eckball, oder? Ja, der erste in diesem Spiel. Jo. Bischof macht das von der linken Seite. Krone wäre natürlich der ideale Abnehmer. Kara bietet sich kurz an. Spielt aber hinten rum. Und dann der Schuss an der zweiten. Oh! Letzte Nachschuss von Sieger, nee, von Schmidt sogar, aber alles gut, die Situation wieder entschärft. Schnelles Umschaltspiel hier von den Unterhachingern, die Nummer 15. Kara geht weiter hinterher. Vorne, Kara ist gut dran, behält den Ball schön unter Kontrolle und stark, da geht gemacht uns aus. Kara da, richtig gut nach hinten gearbeitet. Ja, Schöneberg war das, der Eckball da hinten gelegt, Schöneberg dann aus 30 Metern, der Ball wird länger und länger, immer weiter nach rechts und dann an die Latte das Ding, macht fast wie Schmidt war es vor einer Woche, Doppelpack, auch zwei Distanzschüsse, also das ist auf jeden Fall eine Waffe der Preußen. Nicht immer, oder eher gesagt öfter, ist es auch besser, einfach mal die Schüsse von der zweiten Reihe ins Tor zu schießen. Es scheint hier zu klappen hier. Ja, das hat letzte Woche super geklappt. Da war Schmidt einmal aus dem Spiel raus, einmal mit dem Freistoß gegen Hamm im Pokal, lockeres 3-0. Da war es auch so, lange Zeit haben die Stürmer da die ganze erste Hälfte nicht getroffen. Dann kommt halt so ein Defensivspieler und haut das Ding rein, wenn es nicht anders geht. Ist das ein Spiel hier wieder. Unterhaching jetzt am Ball, gut in der Mittellinie, weiter Schuss nach vorne, ins Zentrum rein von Preußen. Doch der Ball wird kontrolliert, Hergesell. Hat den Ball jetzt immer noch, jetzt Unterhaching wieder und schönen Schlag in die Mitte rein vom Preußen Strafraum. Nun, wer hat da hinten den Ball? Pinto. Schöneberg ist es. Mit dem langen Ball auf Krone, der stark ablegt auf Siegert. Wieder auf Krone, der jetzt nach rechts rausgerückt ist. Und auf der linken Seite stark Mohamed Karasiv. Mit links wechselt er die Seite. Jetzt Heidmeier überläuft hier, aber Kara zieht nach innen. Dann legt er auf Bischof ab. Der jetzt Hergesell mitnimmt, aber der stand im Abseits. Ja, ich glaube, war die richtige Entscheidung. Ja, hätte Kara direkt Hergesell mitnehmen können, aber wir kennen ihn ja. Und mit seinem Tor hat er eben auch bestätigt, dass es manchmal auch gut ist, in den 16er zu ziehen und das Ding reinzumachen. Wieder Aufbau von den Unterhachingern, wieder über hinten. Jetzt hat der Torwart wieder einen Ball. Ich denke mal, sogar durch die Mitte nach vorne. Jetzt wieder zurück zum Torwart. Links raus, wieder ein Unterhaching am Ball. Die haben irgendwie keine richtige Idee, wo die hinlaufen. Keiner läuft sich von den Unterhachingen hier in den freien Räumen rein. Bisschen lustlos von den Unterhachingen. Ja, die Platzhoheit im Zentrum haben auf jeden Fall die Preußen. Stark jetzt Kara holt sich den Ball, legt auf Bischof raus, der nimmt Rucki Krone im Meter, könnte in den 16er gehen. Blickt aber nicht auf Siegert, aber er nimmt sein Bein dazwischen. Oh, Siegert wäre da frei durch gewesen. Nummer 4 war es, wer ist das? Hagen, der U20-Nationalspieler, ist da mit einer Grätsche noch dazwischen. Boah, kann Krone auch alleine machen. Ja, hätte er auch nicht mehr machen können, jetzt aber gute Idee. Jetzt über die rechte Seite. Ja, immer noch über rechts, kaum Raumgewinn. Jetzt in die Mitte gegeben. Thiel ist es, der auf die linke Seite. Das erste Mal jetzt so ein bisschen Preußen eingeschnürt da im eigenen 16er. Ball durchgesteckt. Komm jetzt, geht in den 16er. Aber ja, und jetzt ist Schulze Nyos dran. So. Boah, richtig was los hier. Ja, aber eindeutig Preußen-Münster hier die stärkere Mannschaft. Unterhaching lustlos. Also wer mir richtig gut gefällt, ist Abdi, der seine Chance hier richtig nutzt. Jetzt schickt er links Kara, der alte Mann, geht in den... Oh, will ihn da rein schippen. Ja, ich glaube, war Oberschenkel. Ja, wird da nochmal gestört. Aber jetzt wieder im Ballbesitz, auf der linken Seite, nimmt Bischof mit im Zentrum. Der ganz rechts Siegert sieht, starker Ball. Der wird hinterlaufen von Schöneberg, steckt ihn durch. Reinflage, Kron ist er. Nein! Ach. Schon wieder dieser Thiel dazwischen. Nee, Hagen. Meine Güte.
Richtig stark gemacht. Bischof sieht da rechts. Sieger, der nimmt nochmal Schöneberg mit. Hagen spielt ja auch in der U20-Nationalmannschaft. Guter Spieler bis jetzt, der hinten auch viel in den Unterhachingern rein rausholt. Ja. Ja, Unterhaching jetzt wieder, setzt die Preußen unter Druck. 18 Thiel ist das da in der Zentralen, aber kein Durchkommen da. Also im Zentrum auf jeden Fall Preußen Münster hier Herr des Raumes. Mit Zenger und Bischof, die machen da die Räume richtig gut zu. Deswegen Unterhaching eigentlich ziemlich viel hinten rum und dann mit langen Bällen. Jetzt Krone, springt dazwischen, aber kann den Ball nicht abfangen zum Torwart. Wenn eine Sekunde früher losgestattet wäre, dann hätte er auch den Ball noch gekriegt. Ja. Aber das wollen wir ihn hier nicht unterstellen. Haching jetzt über die linke Seite, zieht nach innen. Ja, das ist alles nichts Ganzes. Schmidt dann dazwischen. Siegert, Kopf zurück, stark gemacht. Neos hat den Ball sicher, rollt ihn weiter zu Schmidt. Schmidt behauptet noch den Ball gegen einen Unterhaching-Spieler. Jetzt aber leider Ballverlust von Preußen Münster. Unterhaching hat den Ball bei dem Preußen-Strafraum. Jetzt 16er rein. Geht in den 16er rein. Ja, aber da war der Ball dazwischen und. Und aus ist er. Abschluss war vorher schon ein Tor aus. Ja, Schmidt hat da zum wiederholten Mal keine so gute Figur gemacht. Auf der rechten Seite verliert er den Ball. War allerdings auch stark unter Druck. Aber nichts passiert. Abstoß, Preußen. Unser Schulzenius läuft den Ball. Nee, noch klatscht da die Motivation hier und er schießt weit nach vorne. Findet Siegert. Siegert köpft den Ball weiter auf Rocky Krone. Doch der Ball springt ihm weg, sodass Unterhaching wieder einen Ball hat. Jetzt aber geht er wieder ins Aus. Hagen ins Seiten aus mit dem Klärungsversuch. Schöneberg, glaube ich, dann mit dem Einwurf. Sucht vorne Rocky Krone, der kann den Ball behaupten. Nimmt jetzt Siegert mit. Aber da ist noch ein Ball dazwischen. Aber er behauptet den Ball nochmal. Dreht sich einmal rum, einmal links rum, einmal rechts rum. Ja, will dann hier auf linken Seite Kara finden, aber ein Rot-Weißer dazwischen. Die jetzt mit dem Spielaufbau betreiben. Er ist das da, aber Abdi arbeitet da gut dagegen. Ganz stark heute, gutes Spiel von Abdi. Ja. Er hält richtig gut die Pässe, die in seinen Fuß kommen, schirmt da gut ab. Dreht sich dann um den Gegenspieler, macht dann den Seitenwechsel oder steckt den Ball durch. Richtig stark bisher heute. Steht auch immer gut. Hier wieder der Ball auf der Preußen-Seite. Doch, er geht ins Aus. Ja, Abstoß wieder für Schulzenius. Kann man sie richtig gut ansehen. Ja, macht Spaß hier mal wieder im Preußenstadion zu sein. Schulzenius legt den Ball zur Seite. Zurecht, läuft jetzt so langsam an den Ball ran, guckt aber vorher nochmal, wen spiele ich denn jetzt an? Er läuft und schießt weit nach vorne über die Mittellinie, findet dort aber einen unterhachigen Spieler. Rocky Krone setzt sich durch, weiter läuft. Aus 20 Metern, könnte er schießen, verliert den Ball, wird gefoult. Freistoß aus 20 Metern, 22 vielleicht. Richtig gute Position, ziemlich zentral. Daraus kann man gut was machen, Pinto. Was meinst Wir du? Haben da den einen oder anderen Schützen, der das wohl machen kann. Bischof geht da schon Bischof, hin. Zenger. Abdi, na, wer schießt? Zenger, doch Schöneberg. Schöneberg hat es richtig gut gemacht letzte Woche. Ungefähr die gleiche Entfernung. Also Bischof, Kara, Schöneberg und Zenger diskutieren noch gerade, wer von den Vieren jetzt den Freistoß durchführt. Und wir sind gespannt. Ja, Schmidt kriegt hier Instruktionen von Da ist das Freistoßspray! Ist es tatsächlich da, ja. Wahnsinn! Und es wird doch eingesetzt. Ich glaube, Ralf Lohse hat Schmidt gesagt, Junge, du hast das letzte Woche richtig gut gemacht. Auf jeden Fall haben sie sich was überlegt. Na, vielleicht wird das wieder so ein Stolpler wie damals bei der WN, der Thomas Müller. Ja, ich glaub, das war hier genommen einstudiert. Das Publikum klatscht hier den Freistoß entgegen, um die Mannschaft anzufeuern. Na, wer wird schießen? Auf jeden Fall Bischof. Oh!
Mein Herz. Da ging es doch ganz schnell, ja. Bischof macht es an den linken, ins linke Eck, aber dann Zetterer hat die Pranke dazwischen. Ich hätte echt gedacht, dass Schmidt es macht. Nächste Ecke für Preußen Münster, wieder die linke Ecke. Bischof wieder mit dem langen Ball. 31. Minute. Kroner am kurzen Pfosten kann den Ball behaupten, aber dann sind da zwei dazwischen und der, ja, wirft er sich in den Befreiungsschlag. Deshalb Einwurf fast an der Grundlinie. Preußen kann ja gut zustellen, die linke Seite. Ja, kurz ausgeführter Einwurf, dann der lange Ball. Ja, kommt an. Auf der rechten Seite alles weiterhin. Aber richtig stark da. Heidmeier. Da wird der Heidmeier einfach umgerissen vom Unterhachinger. Heidmeier hat da gut seinen Körper reingestellt, wie er das halt so macht. Und völlig unaufgeregt und dann macht der richtig guter Typ. Herr Gesell passt den Ball zu Heidmeier. Heidmeier mitten rein ins Mittelfeld. Zenger behauptet sich gut, wird aber jetzt allerdings gefoult. Freistoß für Preußen Münster. Heidmeier oder Bischof? Bischof. Schnell ausgeführt. Auf Abdi. Abdi rüber zu Herr Gesell auf der linken Seite. Herr Gesell guckt. Da ist Garach Anspielstation. Wieder zurück an Herr Gesell. Wieder Aufbau auf der Preußenseite. Mittelfeld hat Zenger den Ball. Schneller Ball rüber rechts auf Siegert. Oder ist das doch Schöneberg? Nee, Schöneberg jetzt Siegert. Doppelpass mit Schöneberg. Der zieht ins Zentrum. Nimmt nochmal Bischof mit. Der nimmt sich den Ball hoch und will dann links rüber auf Kara, kommt an, geil mit der Annahme nach innen, weiter nach innen, könnt ihr jetzt schießen, schießt und... Oh. Starke Parade von dem Torwart Zettener. Zettener, ja. Ja, ihr wisst, wie Kara das macht, ne? Der nimmt den Ball 20 Meter vor dem 16er, zieht dann parallel zum 16er nach innen und zieht dann ab, wollte ins lange Eck, wahrscheinlich hat er den Winkel anvisiert, aber ja, Zetterer dazwischen. Aber auch starker Seitenwechsel von Bischof, der mit der Annahme den Ball hochlegt und dann rüber auf Kara auf die linke Seite. Und wir kriegen schon wieder eine Spinnenattacke hier. Ja, solange sie die Technik hier nicht kaputt machen. Weiter geht's. Die Unterhachinger machen wieder einen interessanten Spielaufbau. Wieder einfallslos hintenrum. Versuchen immer durch die Lücken zu kommen. Da haben sie eine Lücke gefunden. Und suchen sich jetzt in eine neue Anspielstation raus. Aber, oh, ein schöner Tunnel durch die Beine von Bischof. Ja, aber dann Kara dazwischen und Einwurf für Preußen. Aber Kara auch defensiv für eine gute Figur. Vorne das Tor gemacht. Sieht richtig gut aus. Jetzt die Nummer 27. Schwabel ist das bei den Gästen mit dem Einwurf. Ungefähr Hälfte des Preußen-Spielfelds. Kurz ausgeführt, aber vorne ist alles dicht. Haas dann und muss hinten rumspielen. Über Hagen. Jetzt der Seitenwechsel. Siegert fast dazwischen, aber der Ball kommt an. Ja, dafür jetzt Schmidt dazwischen. Und jetzt Abdi will ablegen, aber ein Bein dazwischen. Deswegen jetzt Unterhaching über die linke Seite. Nach vorne durchgesteckt und wieder ist Schmidt dazwischen. Ja, und dann Abdi verliert dann den Ball. Jetzt im Zentrum, vielleicht ein Distanzschuss, aber da ist jetzt Bischof, der macht da Druck. Und Siegert auch. Deswegen jetzt über die linke Seite, Ball durchgesteckt, aber Schmidt schirmt da gut ab. Deswegen Abstoß. Schon wieder ein Abstoß von den Schulze-Nios. Wir begrüßen noch einmal unsere 65 Zuhörer. Herzlich willkommen, schön, dass Sie zuhören. Ja, und ihr hört bei einem richtig guten Spiel zu bisher. Preußen in der Anfangsphase ein, zweimal ein bisschen mit Glück, aber seitdem kaum mehr Gefahr, die von Unterhaching ausgeht. Auf der anderen Seite Preußen immer wieder mit guten Offensivaktionen. Und Kara, welche Minute war es eigentlich, das Tor? Das war die 33. Minute. Ein schöner Schuss von Kara. Da kann ich mir, wie die dritte, die zweite, nee, doch, die dritte Torchance. Nun wieder Spielaufbau der Unterhachinger. Der Ball liegt beim Torwart rüber auf die rechte Seite nun. Sie suchen wieder die Lücken hier, spielen wieder zurück. Man kann annehmen,
dass sie hier auf Zeit spielen, obwohl sie es ja bitter nötig haben, hier noch ein Tor zu schießen. Aber positiv für den Preußen Münster. Der Ball wird jetzt abgenommen. Oh, jetzt geht schnell nach vorne. Krone hat den Ball, geht ihn wieder zurück zu Bischof. Bischof rüber zu Kara. Herr Gesell läuft nach vorne, wird geschickt von Kara. Doch er ist einen Tacken zu langsam, sodass ein Abwehrspieler den Ball ins Ausschießt. Ja, also das Tor von Kara in der 14. Minute. Ja. Hier 13. Minute. Ja. Doppelpass mit Kara und Abdi, aber kommt nicht an. Deswegen jetzt Befreiungsschlag, landet aber bei Bischof, der direkt auf der linken Seite Hergesell mitnimmt, der so ein bisschen abschirmt und dann umgehaut wird von Vogelsammer. Freistoß deswegen auf der linken Seite, Höhe des 16ers. Eine Sache für Bischof. Jawohl. Im Strafraum turmeln sich die Spieler von Unterhaching, doch Preußenspieler sind präsent. Bischof schießt und findet einen Abnehmer von den Unterhachingen leider. So, dass der Ball doch noch in Preußen Hand ist. Kara jetzt durchgesteckt auf Heidmeier. Ja, Einwurf, ja. Einwurf linke Seite, Höhe des 16ers. Und da kommt extra Hergesell angeschwappt nach vorne. Der hat den weitesten Wurf. Gut durchtrainierte Muskeln hat er wohl. Das fällt auch nur dir auf. Flanke jetzt von Hergesell, aber da kommt keiner dran. Aber Schöneberg kann ihn auf der anderen Seite behaupten. Ja, vorne alles zu, deswegen jetzt hinten rum auf Zenger. Der jetzt könnte mit der Flanke mal mit... Schön super gesehen. Mit links rüber auf Hergesell, linke Seite, der jetzt mit Kara mitnimmt. Der in Ballbesitz nochmal mit Hergesell, schickt ihn so ein bisschen. Ja, wollte einen flanken, aber einen Fuß dazwischen, aber wieder Kara am Ball. Ja, super, Bischof jetzt legt durch, habt ihr, der wird abgeschirmt. Der Ball landet im Aus. Ja. Was ich sagen muss, die Kombination hier aus den drei bis vier Spielern, Kara, Abdi und Hergesell, der immer von hinten nach vorne rennt, ist grandios. Ja, die linke Seite funktioniert super bisher. Hergesell jetzt einfach Kara wieder, Kara, Abdi, Bischof, Kara. Super läuft der Ball hier. Kara zieht nach innen, legt auf Abdi, der raus auf Heidmeier, der könnte schießen, aber Flanke wird abgeblockt. Deswegen jetzt Haching. Zenger stört, kommt nicht an den Ball, aber Siegert steckt er durch auf Krone. Oh! Also 16 in der Mitte, Mitte! Oh! Oh. Anstatt direkt zu schießen, legt er den Ball nochmal eigentlich für Kara, doch der Seitenpass, der war zu ungenau, sodass ein Fuß der Unterhachinger den Ball ins Ausschießen konnte. So, dass jetzt Preußen die dritte Ecke überhaupt in diesem Spiel schießen kann. Ja, Rocky war da so ein bisschen rechts im Strafraum und in der Mitte waren Kara und Abdi, glaube ich, frei. Wenn der Ball da durchkommt, dann hängt das Ding. Deswegen von meiner Sicht aus gut, dass er da den Pass sucht. Ja, Ecke jetzt auf den kurzen Pfosten. Da macht das Unterhaching nochmal selber gefährlich. Und Schmidt prallt da im Kopf mit einem anderen zusammen, bleibt da liegen. Aber das Spiel geht weiter. Auf der rechten Seite Flanke und Eckball. Aber ich glaube, Schmidt ist mit dem Kopf mit jemand zusammengeprallt. Und na, das sieht eher aus, mit der Schulter hat, als wenn er mit dem Kopf vom Unterhachingsspieler gegen den... Er hält sich den Arm, Ellenbogen. Ja. Ah, jetzt nimmt er die Kapitänsbinde ab und tastet sich seinen Oberarm ab. Kann sein, dass da irgendwer draufgetreten ist, als er am Boden lag. Auf jeden Fall. Oder Kopf. So genau könnte man das von hier oben leider nicht sehen. Auf jeden Fall die vierte Ecke jetzt. Viertes Mal Bischof. Von der rechten Seite macht er das. Wieder nach hinten. Heidmeier dann nach rechts und dann ist wieder Bischof. Ja, und... Ein nächstes Foulchen. Gelbe Karte für welche Nummer? Dreh dich mal um für Nummer 9. Das ist... Vogelsammer. Der Vogel, ja, der hier immer rumsingt. Hergesell hat es erwischt. Und Schmidt hält sich immer noch den Arm.
Also wir können echt nicht mehr Verletzte gebrauchen. Auf jeden Fall jetzt Freistoß, halb rechte Seite, 35 Meter. Bischof wird da die Flanke machen. Muss ich allerdings den Arm vors Gesicht halten, weil die Sonne mittlerweile richtig tief steht. Das Publikum heizt den Freistoß nochmal ein durch das Klatschen, was sie sich hier sicher hören können. So, Ball jetzt freigegeben. Bischof mit rechts, ganz weit nach links. Zenger kommt so halb an den Ball. Kann auf jeden Fall den Ball behaupten. Ecke gibt's. Okay, die also fünfte Ecke. Ja. Wie der Bischof, unser Eckenspezialist. Also der Freistoß war jetzt nicht so gefährlich. Ziemlich lang und Zenger kommt da gerade so dran und köpft dann einen Unterhachinger an, deswegen der Ball ins Tor aus. Versuchen wir es nochmal mit einer Ecke. Oh! Stark auf den ersten Pfosten. Rocky dann touchiert den Ball so ein bisschen Richtung Tor und dann allerdings wieder ein rot-weißer Fuß dazwischen. Also Unterhaching kann sich hier überhaupt nicht befreien. Preußen die ganze Zeit fast im Unterhachinger 16er. Bischof jetzt mit der Ecke wieder nach hinten ausgeführt. Herr Gesell ist das. Könnte schießen mit... Ah, wie eben. Schöneberg war es mal. Schöneberg, diesmal hat er wieder den rechten Winkel anvisiert, aber diesmal so einen halben Meter drüber übers Tor. Auf jeden Fall eine Variante, die wir immer öfter sehen, dass man da eher so den Rückraum sucht und dann den Distanzschuss. Der Torwart von Unterhaching schickt die Leute nach vorne, aber doch, er hat einen kurzen Pass zu einem Abwehrspieler gepasst. Jetzt versucht Unterhaching wieder einen Ball nach vorne zu bekommen, aber noch geht's hinten rum in die Mitte rein. Wird da stark angegangen von Bischof. Stark. Bischof und Siegert. Bischof nimmt Krone mit vorne drin. Der behauptet den Ball, kann aber keinen anspielen. Oh, dann der Fehlpass. Jetzt könnte Unterhaching mal kontern. Wer ist das da, der 13er? Schwarz. Aber schon wieder der Ballverlust. Abdi dazwischen, findet aber Krone nicht. Deswegen wieder Unterhaching. Hinten über Torwart Zetterer. Ja, wieder Aufbau von den Unterhachingern. Hinten rum. Immer wieder das gleiche Spiel hier. Preußen steht kompakt. Weiterschuss nach vorne. Doch, Senga ist auch gut zwischen, hat den Ball jetzt, schickt den vorne nach Siegert. Siegert hat inzwischen die Seite gewechselt, spielt jetzt links. Wollte den Ball für Senga vorschicken, doch er war zu schnell. Ja, Senga war nicht durchgelaufen. Siegert hier auf der linken Seite, ihm ist wahrscheinlich rechts zu langsam, weil viel hier über links geht. Auch vor allem, weil Hergesell richtig gut immer sich nach vorne einschaltet. Aber wir sind jetzt in der 40. Minute, knapp eine Minute 44. und... Oh ja, knapp eine Minute und fünf Sekunden sind noch zu spielen. Langer Ball wieder von Haching, aber kein Durchkommen. Kara jetzt am Ball auf der linken Seite. Findet in der Mitte Siegert, der völlig frei ist. Der legt durch zu Hergesell, der in 16 eindringt. Könnte flanken, aber schon wieder Fuß der Ball. Ja. Die nächste Ecke, die siebte Ecke, wer wird's wohl machen? Oder doch Abschuss? Nee, Ecke. Wieder Bischof, der so langsam zum Eck. Trat. Siegert hat sich da so ein bisschen mit in die Zentrale gemogelt, kriegt dann den Ball super von Kara und leitet ihn direkt weiter. Hergesell war durchgestartet. Aber Ecke jetzt. Auf den zweiten Pfosten, da ist niemand. Abdi läuft hinterher. So Leute, da sind wir wieder. Rocky, muss ich irgendwie das Trikot noch wechseln? Warum auch immer. Ja, einen Wechsel haben wir schon gehört bei den Gästen. Wer es war, wissen wir nicht. Rocky ist sogar in die Kabine. Hatte irgendwie ein falsches Trikot an. Wir werden es noch auflösen. Vielleicht ist es auch kaputt. So, herzlich willkommen wieder zurück hier. Wir sind gesputet. Ja, Analyse nochmal erste Halbzeit. Alles läuft richtig gut. Preußen macht das Spiel, steht hinten gut, hat das Zentrum unter Kontrolle. Die Gäste aus Unterhaching spielen viel hinten rum, versuchen es dann mit langen Bällen. Da ist Rocky wieder. Kann sein, dass er die 9 auf dem Trikot hatte gerade, nicht die 19. Naja. Oh, wir wissen es nicht.
Aber dann hat er eine Halbzeit ja mit einem falschen Trikot gespielt. Auf jeden Fall jetzt starker Ball schon mal auf die rechte Seite, aber rutscht Siegert da unterm Schuh her. Ja, Preußen spielt gut, nur das zweite Tor fehlt noch. Führt. Und Preußen ist Tabellenführer. Ja, da ist momentan noch 0-0 Spiel, steht bei Wiesbaden und Stuttgart 2. Ja, gegen Köln spielen die doch, dachte ich, oder? Ach ja, Entschuldigung, gegen Köln. Ja, ich sag jetzt gerade gar nichts. Kommt eh nur Müll raus gerade. Aber außerdem führt noch Bielefeld, glaube ich, 1-0. Dadurch sind die jetzt Zweiter. Wen dann Dritter und Osnabrück Vierter. So wie es im Moment aussieht. Die letzte Begegnung, die letzten zwei, das waren in der dritten Liga 2013-2014 von Preußen Münster und Unterhaching. Und zwar am 28. Spieltag in Unterhaching hat Preußen 1-2 gewonnen. Und am 9. Spieltag nochmal in Preußen hier im Stadion gegen Unterhaching 2-3. Also steht es 1-1 zwischen den beiden Partien. Und wenn Preußen hier wieder gewinnt, dann steht es 2-1. In den Begegnungen. Bei Haching jetzt Bigalke am Ball, der ist gerade neu gekommen in der Halbzeit. Sascha Bigalke, wer allerdings raus ist, müsste ich jetzt lügen. Vielleicht, ja, ich glaube, Haas ist raus. Stefan Haas, den sehe ich hier nicht mehr. Ja, derweil Preußen jetzt Ballgewinn auf der linken Seite, hinten rumgespielt. Schulze-Nios jetzt mit dem langen Ball nach vorne. Auf die rechte Seite, Siegert im Kopfballduell, verliert das, aber der Ball im Seitenaus. Deswegen Einwurf für Preußen. Ja, was ich noch anführen wollte, Preußen seit 5 Heimspielen ungeschlagen, beziehungsweise sogar 5 Heimspiele in Folge gewonnen. Das ist auch schon eine große Leistung. Ja, und allerdings gegen Unterhaching noch nie ein Heimspiel gewonnen. Das scheint sich heute zu ändern. Richtig. Das Glück und das spielerische Können liegt auf der Seite von Preußen. Stark macht er das da, der Heidmeier. Langer Ball auf Vogelsammer in den 16er. Heidmeier läuft den super ab. Jetzt auf der linken Seite. Kara geht an einem vorbei, zieht nach innen, legt dann rüber zu Krone. Der könnte rechts auf Siegert durchstecken. Siegert jetzt könnte in den 16er gehen, macht das auch, geht rechts vorbei, wird dann aber abgedrängt und Haching kann sich befreien. Aber wieder Ballgewinn. Schöneberg war das. Nimmt Zenger mit, wieder Schöneberg auf der rechten Seite alles, der steckt durch zur Krone, wieder Schöneberg. Allerdings vorne keiner, ab die jetzt am Ball durchgesteckt, da über Schöneberg. Oh, ein Bein dazwischen. Stark gemacht, da wieder ab die wieder direkt ablegt. Auch mal die rechte Seite jetzt in Aktion. Erste Halbzeit viel über die linke Seite. Abdi läuft jetzt schon wieder Zetterei an, der über links jetzt spielen muss. Krone kommt da auch hinterher, deswegen der lange Ball jetzt. Und jetzt Schöneberg dazwischen. In der Mitte ist Bischof, der weiter auf Abdi vorne drin. Können jetzt in den 16er gehen, können auf rechts rausnehmen. Krone steckt durch, aber da ist schon wieder einer dazwischen. Abdi im Zentrum will dann durchstecken auf Krone, der tief geht. Aber Hagen ist es, der U20-Nationalspieler, der eine richtig gute Partie macht hier für die Gäste. Schon die eine oder andere Situation da hinten gelöst hat. Jo. Also direkt Preußen wieder mit 2 guten Szenen. Und Heidmeier mit der richtig guten Szene direkt wieder. Vogelsang hat da nichts zu melden und Foul auf der linken Seite gegen, wer ist es? Hergesell. Also Freistoß auf der linken Seite, Hälfte der, ungefähr so 20 Meter in der Hachinger Hälfte. Langer Ball jetzt nach vorne, bis zu Siegert, kommt aber nicht an, abgefangen, Siegert kennt hinterher, holt sich den Ball zurück. Stark gemacht. Jetzt Bischof zentral, will Krone schicken, aber der Ball kommt nicht an. Aber holt er sich fast wieder, gefährlich jetzt. Hergesell hat da gut aufgepasst, mit in die Zentrale gearbeitet und jetzt über links, über Kara. Der zieht mal an, muss dann aber abbrechen und dann der Fehlpass in den Rücken von Schmidt, der sich mit einschalten wollte nach vorne. Jetzt allerdings wieder
den Rückwärtsgang sucht. Ja, hatte da die Position in der Innenverteidigung kurz übernommen. Haching jetzt wie in der ersten Halbzeit hintenrum, sucht dann Anspielstationen. Da wird alles dicht gemacht. Jetzt im Zentrum, muss wieder nach links rauslegen. Wird da von Zenga gefoult. Muss man nicht pfeifen, aber Freistoß jetzt knapp hinter der Mittellinie, direkt ausgeführt, aber auch hintenrum. Derzeit machen sich Julian Riedl und Scherda bereit für die Einwechslung. Ja. Ach, da sind dann noch zwei andere. Vier von fünf Auswechselspielern machen sich warm. Ja, Ersatztorwart brauchen wir erstmal nicht. Schulze Nios jetzt mit dem langen Ball nach vorne auf Krone, der auch im Kopf drankommt, aber dann ist kein anderer Preuße da. Und der Haching jetzt über die linke Seite. Aber stark abgefallen von Schöneberg. Zenger jetzt am Ball. Hintenrum über Schmidt, der mit dem langen Ball nach vorne Rocky Krone sucht. Kann den gut annehmen. Stark. Und dann links raus auf Kara, der jetzt mal die Linie runtergeht. Nein, zieht wieder nach innen. Nimmt dann Bischof mit, der auf der rechten Seite Siegert sucht. Der findet ihn. Schöneberg nimmt den Ball ab. Weiter zu Zenger im Mittelfeld. Geht weiter nach vorne, Senge läuft sich frei, kriegt wieder den Ball von Abdi, geht jetzt rüber auf die andere Seite nach links, wo dort Hergesell wartet. Hergesell gibt den Ball weiter an Kara dribbelt hier weiter, setzt sich stark durch, doch verliert den Ball. Ah. Ja, er wurde da so ein bisschen umgeschubst, dann krabbelt er noch zum Ball und steckt ihn eigentlich ganz gut durch, aber der Schiri hatte schon abgepfiffen. Wäre nochmal eine gute Situation da mit Hergesell gewesen. Eindeutig. Ja, kann man ihm nicht verübeln, dass er da abpfeift, weil Kara lag schon auf dem Boden. Aber Kara auf jeden Fall, da sieht man es auch nochmal. Richtig guter Einsatz da. Kämpft um jeden Zentimeter, auch nach hinten. Auch nicht immer gewohnt von Kara gewesen. Und dann ist da eine gute Position, halb rechts rausgesucht. Bischof legt sich den Ball dahin. Schmidt steht auch da. Schöne Stimmung hier, wieder die Fans am Anfeuern des Freistoßes. Hergesell oder Zenger ist jetzt die Frage hier. Na komm, klatsch hier nochmal mit. Ich glaub, das brauchen die. Bischof legt vor, Zenger stoppt ab und Schmidt haut ihn rein. Ja. So stehen sie da. Ah ne. Und langer Ball. Oh! An die Latte! Latte-Linie, doch leider nicht rein. Nochmal einen Schuss aufs Tor. Doch der Keeper fängt den Ball sicher. Langer Abschuss. Nach vorne, rechts, wo doch Schmidt super an der Stelle ist und den Ball noch sicher klärt. Und schießt ihn weiter nach vorne, aber der Ball geht ins Nichts. Ja, so es war tatsächlich so, dass Bischof den Ball angetickt hat und Zengen abgestockt, aber dann hat Bischof selber geschossen und richtig gut, langes Ding, Richtung rechter Winkel, knallt da an die Latte und dann eigentlich deutlich vor der Linie wieder auf den Boden. Siegert dann im Nachschuss, aber da keine Gefahr raus. Preußen schon wieder mit der dritten guten Szene in der zweiten Halbzeit. Einzig das 2-0 fehlt hier noch. Langer Ball jetzt Richtung Preußen 16er, aber Schmidt ist auf der Position. Köpf zu Bischof, der an einem vorbeigeht, wird da gezogen. 18er war es. Thiel. Die nächste gelbe Karte. Ja, nein. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wir werden es jetzt wohl erfahren. Anweisung an Schöneberg, dass er sich zurücknehmen soll, aber auch dem Unterringer-Spieler. Vogelsammer. Der schon bereits eine gelbe Karte hat, die erste in diesem Freistoß kurz aufgeführt auf Zenger, der nimmt Bischof mit, der wieder hinten rum auf Heidmeier. Der jetzt mit dem langen Ball Richtung Krone, der mit dem Kopf durch zu Abdi, der könnte durchdenken auf Siegert, der geht rechts in den 16er. Ist ein Ball, konnte durchgehen. Nur das Quelle. Da ist keiner. Auf zwei Pfosten. Kara in die Mitte und abgefangen. Oh, richtig stark gemacht von Abdi wieder. Und auch Krocki Kone vorher gut angenommen den Ball. Und dann Abdi durchgesteckt zu Siegert. Der geht in den 16er bis zur Grundlinie. Aber in der Mitte ist keiner. Erst dann am linken Pfosten Kara, der dann in der Mitte keinen Abnehmer findet. Was man nun sagen kann, Unterhaching kommt aus der Kabine mit mehr Motivation, mit mehr Bissstärke hier. Aber Preußen doch noch dominanter hier auf dem Platz. Der Ball befindet sich wieder bei den Unterhachingern im Mittelkreis.
weitergeleitet, wieder nach hinten zu dem Torwart, wo die jetzt wieder versuchen, das Spiel aufzubauen. Wieder rechts rüber, der hat Platz zum Laufen, langer Ball nach vorne in die Mitte, doch dein Preußenspieler ist zur Stelle. Zenger hier schön mit dem Ballübernahme weiter zu Hergesell. Hergesell passt nach vorne. Abdi lässt klatschen mit Kara. Doppelpass, da ist Abdi wieder richtig klasse. Dann er durchgestellt auf Krone. Der könnte rechts in den 16 erhöhen. Legt nochmal ab. Stopp nochmal ab. Zur Sieger kommt. Schießt. Und oh, Ball. Wollte erst den Ball greifen. Verliert doch den Ball. Im Nachgreifen hatte der Keeper von den Unterhaching den Ball sicher in der Hand. Haching jetzt über links durchgesteckt, aber da ist Schmidt. Klasse macht er das auf Zenger, der nochmal Sieger mitnimmt auf der rechten Seite. Der hat immer noch Luft, der Junge. Nimmt in der Mitte Rocky Krone mit, der das Tempo rausnimmt. Über Bischof, der den Seiten wechselt mit Kara. Richtig geil läuft der Ball jetzt. Da hinterläuft Hergesell schon wieder. Kara nimmt Hergesell mit. Meine Güte, der nächste richtig geile Ball gerade von Abdi. Jetzt Bischof hinten rum, nimmt Schöneberg mit, der vorne Krone findet, aber abseits, abseits. Und ein Schuss aufs Tor, trotz Abseits, der weit über das Tor hinausgeht. Wieder Abstoß für Unterhaching. Nun wieder Unterhaching am Ball, weiter schneller Aufbau. Doch jetzt spielen sie wieder hinten rum, was vielleicht auch taktisch klug ist. Weiter über die rechte Seite und weiter wieder über die rechte Seite. Weiter nach vorne über die Mittellinie. Jetzt versuchen sie die freien Räume zu kriegen. Kriegen dann Raum, doch da kriegt Hergesell jetzt kann die gelbe Karte für einen Foul. Eieiei. Nach meiner Meinung ein taktisches Foul. Ja, klar, aber der Gegenspieler, der will auch nur gefoult werden. Hergesell nimmt da sogar die Arme hoch und dann die Berührung, dann fällt er und da muss man echt kein Geld für geben. Also auf jeden Fall jetzt Freistoß, rechte Seite, Hälfte des Preußen-Spielfelds. Die Mauer muss noch gerichtet werden. So, Vogelsammer will den Ball, der Ball mit links vorne rein. Lang an 16er, Krone ist da, hält seinen Kopf hin und nochmal Krone. Richtig geil mit nach hinten gearbeitet. Und nochmal Krone. Und nochmal Krone. Aber trotzdem die Flanke in die Mitte. Aber da ist... Weit über das Tor hinaus. Ja. Gefährliche Situation gerade. Hier köpft ein Unterhaching-Spieler. Ja, Schwabel war es, der Rechtsverteidiger, mit nach vorne gegangen. kommt er an den Ball. Aber keine Gefahr für das Gehäuse von Schulze-Niehus. Weiter geht's. Abstoß wieder vom Preußen-Tor. Derzeit dehnen sich hier die Ersatzspieler von den Preußen. Schulze-Niehus läuft den Ball an und schießt weit nach vorne und findet doch leider einen Unterhaching-Spieler. Doch stark von Schöneberg gemacht. Läuft er weiter. Stark ab hier auf rechts, auf Sieger, der geht in den 16er. Keiner im Strafraum. Muss ein bisschen abstoppen, dann legt er rein und den Fuß dazwischen, aber Siegert immer noch im 16er am Ball. Oh, will dann die Flanke, aber... Schöneberg hat da wohl einen Trick gegeben, das Sprunggelenk gekriegt, liegt hier immer noch 2-3 Meter von der Mittellinie entfernt. Der Schiedsrichter geht zu ihm, doch es scheint ihm wieder einigermaßen gut zu gehen. Ja, da war zweimal so eine Situation, Schöneberg hatte den Ball nicht ganz unter Kontrolle, ein bisschen weit weg. Zweimal kam ein Gegenspieler fast dran, sodass man quasi so Schienbein an Schienbein ist. Schöneberg immer den Tick vorher, aber das tut natürlich weh, weil man dann trotzdem getroffen wird. Er humpelt da jetzt Richtung Außenseite, wo er dann behandelt wird, während Bischof die Ecke ausführt. Ja, es ist tatsächlich der rechte Knöchel. Es tut ihm, glaube ich, wirklich Ecke weh. Wird getreten von Bischof, doch die Ecke kam nicht gut hoch. Kara legt nochmal rechts drauf zu Bischof. Oh, dann könnte... Ja, Heidmeier war da und Kara nochmal aus der Distanz. Ja, da ist kein Durchkommen. Nimmt nochmal Bischof mit. Wieder die Flanke. Weit rein Richtung Krone, aber da ist zu weit. Links jetzt Abdi am Ball. Muss hinten rum erstmal aufbauen. Schöneberg wird derzeit am Rand behandelt. Die Frage ist, kann er weiterspielen oder wird er ausgewechselt?
Siegert schießt den Ball wieder zurück zu Schmidt. Schmidt, einen harten Schuss nach vorne. Ja, also das sieht nicht gut aus für Schöneberg. Der wird hier gestützt und dann in die Kabine geführt. Sieht mir ziemlich nach einem Wechsel aus. Gefahr nach einem Bänderriss. Wir hoffen, ein gutes. Ja, es muss gewechselt werden. Wechsel. Gute Besserung auf diesem Weg, Kevin Schöneberg. So. Der war Preußen im Ballbesitz auf der linken Seite. Hergesell ist das da, Ball nach vorne, aber da kommt keiner ran, deswegen Zetterer. Riedel macht sich jetzt fertig fürs Spiel, da Schöneberg sich verletzt hat in der 58. Minute. Ja, und Ralf Lohse macht da so eine wegwerfende Handbewegung, ist richtig sauer, dass sich sein nächster Spieler da verletzt hat. Das können die Preußen natürlich gerade überhaupt nicht gebrauchen. Spricht da auch nochmal mit dem Assistenten, dass er doch da fordert, dass man die härtere Gangart, mit der die Unterhachinger aus der Kabine gekommen sind, ein bisschen mehr bestraft. Der Ball Unterhaching über rechts, aber abgefangen. Ab jetzt am Ball, könnte Krone schicken, macht das auch. Langer Ball auf die rechte Seite. Krone jetzt, aber nimmt ein bisschen Dampf raus. Zenger bietet sich in der Mitte an. Krone macht es aber alleine über rechts. Kommt da durch, aber weit, alles weit draußen rechts an der Seitenauslinie. Behauptet den Ball und kriegt vielleicht den Eckball. Ja. Die zehnte. Nee. Na? Foul hat er gepfiffen? Das war nichts. Also bitte. Das jetzt auf jeden Fall der Wechsel. Nichts. Riedel kommt rein. Für Schöneberg. Der 63. Spielminute. Erster Spielerwechsel beim SC Preußen Münster. Wir bedanken uns bei unserer Nummer 6 und wünschen Ihnen alles Gute. Kevin Schöneberg. Spiel Nummer 14, Julian. Ja. Riedel zuletzt gegen Hamm als Linksverteidiger. Jetzt nimmt er den Rechtsverteidigerposten hier ein. Hat gegen Hamm eine gute Partie gemacht, wenig gefordert. Aber auch Dampf nach vorne gemacht. Gewinnt direkt das erste Kopfballduell. Einwurf deswegen jetzt für Unterhaching. Gerade so in der Preußenhälfte. Nach hinten ausgeführt. Ja, bitter, dass er der nächste Ausfall droht. Ja, sehr schade. Jetzt wieder Unterhaching am Ball an der Mittellinie. Behauptet noch den Ball. Schuss nach vorne, wo er einen Abnehmer findet. Doch, da ist Hergesell zur Stelle und kann klären. Aber Unterhaching wieder am Ball. Und jetzt ist da Bischof, der den Ball weiter behauptet und sicher ins Aus spielt, weil sich da ein Unterhaching-Spieler verletzt hat. Wohl, er liegt auf dem Boden. Schwabel könnte es sein. Die Zuschauerzahl wird Ihnen präsentiert von der Firma Exker, dem Spiel. Nee, Hufnagel. Der SC Preußen Münster bedankt sich heute Nachmittag bei 8519 Zuschauer. Schön, dass Sie hier sind. 8519 habt ihr vielleicht gehört. Ich hätte vielleicht sogar an die 10.000 geschätzt. Naja, allerdings von den Gästefans sind nicht besonders viele da. Also da ging auch eine weite Anreise. Schlechter Befreiungsschlag hier von Heidmeier, aber gut aufgepasst von Bischof. Der Ball jetzt nach vorne Richtung Rocky Krone, der ihn behaupten kann, auch Zenger mitnimmt, der jetzt nach rechts rauslegt. Rieger kommt aber nicht dran. Jetzt kämpft er ihn doch. Stark. Jetzt Abdi, schade. Siegert holt sich den Ball zurück, Nähe Mittelkreis, doch hat Abdi den leider nicht mehr mit dem rechten Fuß behalten können. Und da hing wieder an dem Ball im Mittelfeld, jetzt wieder außen links zurück Richtung Abwehrbereich, wieder rüber über den Torwart, der schießt den wieder nach rechts. Ja, was kann man sagen? Preußen ist immer noch ein bisschen dominanter. Und wieder langer Ball. Unterhaching wird aber und stärker. Und Heidmeier ist da. Und Hergesell ist da. Und Kara ist da. Aber Ballverlust jetzt. Aber Siegert hat aufgepasst. Geht ihn da an, aber wieder hinten rum. Ja, Unterhaching fällt wenig ein. Preußen hat alles im Griff. Fehlt nur das zweite Tor. Jetzt einmal gut kombiniert hier von Unterhaching durchgesteckt, aber... Oh, Hergesell ist zur Stelle und schießt den Ball erstmal ins Aus. Ja, kommt nicht ganz ins Aus, deswegen nochmal Unterhaching im Ballbesitz. Kara hilft damit aus, jetzt die Flanke, aber nur auf einen Preußenkopf, der Distanzschuss weit vorbei. Erste
gefährliche Szene von Unterhaching in der zweiten Halbzeit. Der Schuss dann am Ende von der Nummer 13, Benjamin Schwarz. Abstoß. Schulzenhoff läuft auf den Ball, schießen weit nach vorne und überquert die Mittellinie, findet Dort Dominik, Rocky Krone, doch er kriegt den Ball leider nicht im Kopf. Der Torwart von Unterhaching schießt den Ball weit nach vorne, doch Preußen ist an den Ball, Siegert behauptet ihn, da läuft Riedel weiter. Seite. Vorne ist keiner drin, deswegen muss er abstoppen, findet keine Anspielstation, muss jetzt alleine was machen. Ja, legt sich den Ball vorbei, will dann flanken, kommt durch, auf Abdi auf den Kopf. Da hat Rocky ein bisschen verschlafen, aber er stand eigentlich an einem richtigen Punkt. Ja, Abdi am kurzen Pfosten mit dem Kopf Richtung zweiter Pfosten und dann schaltet Rocky nicht ganz schnell und hätte er vielleicht hinkommen können, aber nochmal die Chance von Preußen. Jetzt Bischof in der Zentralen, nochmal raus auf Siegert. Der steckt durch auf Abdi, der nochmal abbricht. Bischof mitnimmt ins Zentrum, der jetzt mit Zenger. 30, 35 Meter vorm Tor, nochmal links raus auf Hergesell, neu aufbauen. Jetzt Kara, linke Seite, zieht nach innen. Macht einen Nass, dann noch außen und wieder einen Nass gemacht. Noch einen, aber das war da zu viel. Ballverlust an Vogelsang. Aber Zenger holt ihn wieder. Über Hergesell, wird er gefoult. Also bitte! Der Schiedsrichter sagt, weiter geht's mit dem Spiel. Unterhaching wieder am Ball. Jetzt überquert die Mittellinie, doch Schmidt hält den Ball sicher. Schiebt die Kugel weiter zu Bischof, Bischof weiter zu Kara. Kara wieder zurück zum Abwehrspieler. Zenger ist frei und wird jetzt angespielt. Rüber zu Riedel. Doch, Riedel wird nicht angespielt. Doch, jetzt wieder angespielt. Riedel kann den Ball eigentlich zu Rocky Krone schießen. Tut er auch wieder zu Zenger. Zenger läuft. Das steckt durch auf Abel Schabuda, frei vor dem Tor. Geht alleine auf, kurz auf Tor. Stark durchgesteckt von Zenger. Abel Schabuda alleine in den 16er. Der Torwart macht das gut, bleibt lange stehen, visiert das kurze Eck an und der Torwart hat den Daumen dran und an Seiten aus. Deswegen jetzt die 6. oder 8. oder 9. Ecke schon für Preußen. 10. Ecke. Wieder getreten von Bischof, unser Eckenkönig hier. Nicht der Prinz. Der Prinz läuft bei der Unterhaching auf. Also Ecke, Bischof Richtung zweiter Pfosten. Aber Zetterer hat ihn sicher. Der Ball war sogar im Tor aus, während der Flugbahn. Deswegen nur Abstoß. Und ein kurzer Abstoß, ein Passspiel zu einem Abwehrspieler. Wieder zurück zum Torwart. Wieder nach links raus zum Abwehrspieler. Jetzt ist außen ein Unterhachinger frei. Doch lieber mit in die Mitte rein von Unterhaching. Unterhaching behält den Ball in seinen eigenen Reihen bis jetzt. Pinto. Ja, ich habe so ein bisschen Angst. Preußen führt halt alles im Griff. Siegert jetzt gut aufgepasst, rechte Seite, den langen Ball abgefangen. Aber es ist so ein bisschen wie gegen Stuttgart, ne? Man hat alles im Griff, man führt, eigentlich ist alles klar. Aber es ist halt nur ein Tor. Ein Tor. Leider nur. Es hätte gut in der ersten Halbzeit 2-0 stehen können. Unterhaching setzt Preußen jetzt weiter unter Druck. Preußen muss sich mal wieder neu sortieren hier. Aber der Ball kommt nicht an, da Schulze-Nius aufgepasst. Jetzt mit dem schnellen Abwurf auf Siegert, rechte Seite, der durchstecken könnte zu Abdi. Abdi am Ball. Jetzt auf rechts. Siegert. Siegert geht mit nach vorne, Abdi geht jetzt aber alleine. Ja, da ist keiner dabei. Jetzt auf die linke Seite, gut gemacht zu Kara. Da hat er nicht viele Möglichkeiten. Kara nimmt Hergesell mit, der fast bei jedem Angriff mit nach vorne geht. Wieder auf Kara, rechte Seite, linke Seite, kurz um 16er, geht es in den 16er vorbei. Kommt nicht ganz vorbei, hat aber noch den Ball. Rausgelegt auf Hergesell. Der Flanke, Kopf von Rot-Weiß dazwischen. Deswegen Ecke Nummer 11. Ja, Wahnsinn. Keine Ecke bislang für Unterhaching. Alle 11 Ecken werden von Bischof verwandelt. Er trabt da wieder langsam zur Eckfahne, lässt sich Zeit.
warum sollte er sich auch beeilen? Preußen liegt vorne. Okay, jetzt auf den ersten Pfosten. Krone versucht dann mit der Hacke irgendwie weiterzuleiten. Das klappt nicht so ganz. Bogenlampe, aber dann vom Unterhachinger wieder ins Tor aus. Und wieder eine Ecke. Die 12. Ecke. Und wieder mal ist es Bischof. Und die Fans klatschen wieder die Ecke an, kommt hoch rein und keiner da. Da ist der Torwart mit den Händen und schießt. Aber Siegert auf der rechten Seite hat den Ball. Könnte jetzt einen ausspielen, muss einen ausspielen. Flanke, Rot-Weißer dazwischen, Eckball. Schon wieder eine Ecke. Und wieder mal ist es Bischof, der zur Ecke trabt. Ja, letzte Woche gegen Hamm haben sich Bischof und Piosek dann noch abgewechselt. Aber Bischof, heute Piosek nicht dabei. Aber bislang die Ecken kommen auch alle eigentlich ganz gut da in den 5-Meter-Raum. Findet halt bisher noch nicht in den Kopf von Rocky Krone. Jetzt wieder Richtung zweiter Pfosten. Langes Ding. Da! Und Verwirrung und ab die. Oh! Dann nochmal. Heidmeier hat das Kopfballduell gewonnen, dann nicht Druck dahinter gebracht. Abdi konnte dann nochmal nachfassen. Jetzt langer Ball, Siegert hinterher, aber Kopfball zurück zum Torwart. Wieder Abstoß, Abrollung von dem Keeper. Und da ging wieder am Ball. Vor der Mittellinie behält Unterhaching den Ball. Weiter geht's über die Mittellinie hinaus. Schöner Schuss nach vorne, wo die 9 frei ist. Doch abseits. Ja. Weil Schmidt schön nach vorne rennt und somit in die eine Abseitsfalle aufmacht. Ja, das sind diese gefährlichen Situationen. Unterhaching eigentlich nur mit den langen Dingern. Wenn dann mal einer durchrutscht, dieser Vogelsammer, macht ihn, glaube ich, weg, wenn er da frei vor Schulze Nios ist. Also da echt aufpassen. Besser endlich das zweite Tor nachlegen. Schulze Nios jetzt mit dem langen Freistoß Richtung Rocky auf der linken Seite, aber... Und aus. Einwurf. Kopfball von Unterhaching ins Seitenaus. Einwurf Julian Riedel. Mittlerweile läuft sich auch jemand bei Unterhaching warm. Ja, da scheint es auch den zweiten Wechsel zu geben. Siegert jetzt mit dem langen Ball auf Riedel, der durchgestartet war. Nimmt ihn an, könnte einen ausstanzen lassen, findet aber Abdi dann, der nochmal zurücklegt auf Bischof. Der nimmt links Hergesell mit. Guter Seitenwechsel jetzt mit Kara zusammen. Hergesell startet durch, aber da kommt er nicht dran. Alles in der rechten Seite. Hergesell arbeitet nochmal dagegen. Und jetzt der Befreiungsschlag Unterhaching. Ja, doch nicht. Da war Hergesell nochmal dazwischen, aber Abschuss. Ball ins Tor aus. Preußen. Die Fans sind aktiv, unterstützen Preußen und fordern so langsam das zweite Tor. Kurzer Abschuss nach links und dann lange Ball versucht, aber ins Seiten aus. Ich weiß ja nicht, warum er da den kurzen Abschuss versucht. Da war eigentlich alles durchgestellt. Zugestellt. Nummer 19 wird jetzt kommen. Das kann nicht sein. Habe ich mich verguckt. 29 vielleicht? 39. Danilo Dittrich. Dittrich. Ein Abwehrspieler laut unserem Zettel. Die kann Haching eigentlich nicht gebrauchen. Vom Platz gehen wird die 7. Nee, doch nicht. Nummer 30 geht. Hufnagel. Der Hufnagel von dem Pferd von Vogelsammer. Nein, ich rede jetzt Blödsinn. Geht runter. Der Hufschmied braucht den Hufnagel. Ich glaube, der... keine Ahnung, wo er sich einsortiert. Soll uns auch egal sein. Unterhaching jetzt auf jeden Fall im Spielaufbau. Findet aber keinen da. Nummer 13 ist es Benjamin Schwarz. Muss rechts rausspielen auf seinen Abwehrkollegen, wieder hinten rum. Preußen macht alles dicht da hinten. Siegert greift an, kriegt aber keinen Zugriff, der ist durchgesteckt auf Vogelsammer. Oh, aber langes Bein. Heidmeier ist da mit der Brust. Und Schulze Nios, Hoff. Nios kann den Ball aufnehmen. Wieder Abstoß von Nios.
auf die linke Seite, aber kein gutes Ding, direkt abgefangen, aber trotzdem keine Gefahr, Zenger gut dazwischen. Haching wieder hinten rum. Spielen so lange hinten rum, bis sie irgendeinen langen Ball versuchen. Bis die Preußen die Felder öffnen, die Lücken hergeben. Dominik gut mit dem Kopf dazwischen nach. Ach Gott, das kann nicht wahr sein. Wieder Dominik. Da, wer liegt denn da hinten von Unterhaching? Aber durch keine fremde Einwirkung. Ja, zwei Hachinger liegen da jetzt. Den einen haben wir nicht gesehen, wie es passiert war. Das ist irgendwie abseits des Spielfelds. Da rufen sie auf jeden Fall den Betreuer. Der darf noch nicht drauf. Der Schiri weiß gar nicht, dass die rufen. Ja, Schmidt. Ich glaube, der Schiri hat gepfiffen, dass er den Ball drauf gehalten hätte. Den Fuß drauf gehalten. Kann man drüber streiten. Auf jeden Fall eine gefährliche Freistoßsituation. Halblinke Position, 20 Meter. Jetzt kriegt der Schiedsrichter mit, dass noch ein anderer unterhachigen Spieler auf dem Boden liegt. Jetzt wird die Ärzteabteilung nach vorne zum Spieler gebeten. Was scheint es wohl zu sein? Ein Muskelkrampf, eine Muskelzerrung oder doch vielleicht was anderes? Ein Stelleritis? Zeitspiel wäre jetzt nicht doof, ja. Im Rückstand. Man weiß es ja nicht. Ich glaube, sie gucken sich das rechte Knie von dem Kollegen an. Na, wird dann Schubladentest gemacht? Ja, es geht auf jeden Fall um das Knie. Und da steht schon der Auswechselspieler bereit. Oh, jetzt geht's auf einmal wieder. Die Nummer 8 steht bereit. Der Herr Dunke, Marius, Stürmer. Ja, so einen können sie gebrauchen. Das Offensivspiel ist dann nämlich ziemlich mau. Die 21 war da gerade am Boden gelegen. Das ist der eben eingewechselte Sascha Bigalke, der jetzt natürlich erstmal raus muss. Aber alles, er läuft zumindest rund. Und Dunke hat sich auch das Leibchen wieder übergezogen. Also werden wahrscheinlich erstmal nicht wechseln. Konzentrieren wir uns auf den Freistoß. Die Nummer 24 steht da bereit. Erb, der Kapitän, wird wahrscheinlich den Ball mit Wucht versuchen ins Preußengehäuse zu führen. Freistoß und geschossen und kein Problem für unseren Schiedsrichter. Ach, für unseren Torwart. Ja, der Schiedsrichter eindeutig bisher nicht auf unserer Seite. Ach. Die eine oder andere Situation. Ich sehe nur noch die Spraydose vor mir am Schiedsrichter, die wackelt hin und her. Du bist allerdings nicht hier, um dir die Männer hinterherzuziehen. Also Freistoß jetzt, Schulz in News. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck des Radios hier. Er läuft den Ball wieder an, schießt den weit nach vorne, über die Mittellinie hinaus. Richtung Krone. Krone kommt an den Ball, dahinter lauert Kara, kommt aber nicht dran. Der Befreiungsschlag landet bei Schmidt, auf Zenger, wieder auf Schmidt. Stark machen sie das da. Jetzt geht der Schmidt nochmal wieder nach vorne, nimmt rechts. Ah, da war kurz vorher noch ein Unterhachinger dran, deswegen versprungen und der Pass auf Siegert kommt nicht an. Einwurf jetzt auf der rechten Seite. Aber jetzt kriegt der Rocky Krone gelb, ey. Meine Fresse. Der hat den Spieler noch nicht mal berührt. Pfeift wieder da irgendwie Fuß drauf gehalten. Für den Schiedsrichter sah es so aus, als wenn Krone mit langem Bein Richtung Ball tritt, aber doch den unterhachigen Spieler angeblich getroffen haben. Aber er hat ihn noch nicht mal berührt und für sowas muss man eigentlich keine gelbe Karte zeigen. Nee, sowas auf keinen Fall. Hat eigentlich von denen schon einer gelb gesehen? Ja, Vogelsammer. Ach ja. Der 41. Minute. Langer Ball von Unterhaching. Aber Heidmeier aufgepasst auf Zenger. Jetzt Amatai Bu mit Krone, der keinen Anspielstation findet, deswegen hintenrum mit Riedel. Der jetzt wieder rechts Amatai Bu findet. Der wollte mal den Torwart Turbo anwerfen, aber da sind zwei gegen ihn, verliert den Ball. Ich glaube, so langsam ist bei ihm auch die Luft raus ein bisschen. Haching jetzt auf jeden Fall im Vorwärtsgang. Über die linke Seite dann Ball durchgesteckt. Schmidt hat aber aufgepasst. Hinten rum zu Riedel, der mit dem langen Ball Richtung Amatai Bu, der nicht drankommt. Ich habe so das Gefühl, dass Unterhaching das so ein bisschen wie letzte Woche gegen Cottbus macht. Die lassen den Gegner spielen, bis er sich plattgelaufen hat.
Cottbus hat währenddessen kein Tor geschafft und dann haben sie in der zweiten Hälfte noch dreimal geknipst. Ja, erste wahrscheinlich. Aber jetzt wird abgefangen. Zenger mit dem Ball auf Abdi. Abdi wieder auf Zenger, der sich nach vorne einschaltet. Überläuft den Vierer, könnte in 16er gehen. Macht das auch. Abschluss, aber ein Ball dazwischen. Als wenn Unteraching sich in der ersten Halbzeit Kraft gespart hat und jetzt die Kraft rauspowern will. Ja, also bei Preußen haben auf jeden Fall einen Gang runtergeschaltet. Abdi macht nicht mehr so viel Alarm da vorne. Jetzt hat sich mal Zenger mit nach vorne eingeschaltet. Und wieder mal ist es Bischof, der die 14. Ecke wieder für Preußen schießt. Also 2-0 wäre so wichtig. Bischof jetzt eine ordentliche Ecke schießen, Kopfball finden. Ja! Yes! No! Doch nicht! Da war der Kopf von Krone passend, aber doch ist er bei irgendwie nicht reingegangen. Nee, es war nicht Krone, es war glaube ich Heidmeier, der da angerauscht kam. Heidmeier oder Krone. Mit viel Anlauf war es und dann zentral vorm Tor kriegt er den Ball, aber da war halt alles dicht. Ja, Preußen den Gegenstoß abgefangen auf der linken Seite, jetzt einen Einwurf rausgeholt. Kara wird ihn nicht ausführen, übergibt an Hergesell. Hergesell mit Abdi, können jetzt flanken, aber da vorne ist auch keiner, wieder zurück zu Kara. Kara tanzt ein bisschen, entscheidet sich dann für den Rückwärtsgang. Bischof ist da, der hat auf die rechten Seite, starker Pass auf Riedel. Der allerdings das Tempo rausnimmt, obwohl er da ein bisschen Platz hatte. Jetzt geht er vorbei in den 16er, könnte jetzt flanken und wieder ein Bein dazwischen. Und wieder eine Ecke. Schön rausgeholt, Riedel. Oder? Keine Ecke, Ecke, Ecke? Doch, Ecke. Ecke, Torwart ist so fair und rollt den Ball zur Ecke, sodass die Balljungen hier keine Arbeit haben. Wieder ist es mal Bischof, der die 15. Ecke hier ausführen wird. Und schöne Ecke reingebracht, schön hoch und da ist ein Kopf, aber der Ball geht über das Tor hinaus. Schmidt war es, der da an den Ball gekommen war. Sein Gegenspieler hält sich noch da die Hüfte. Auf jeden Fall die nächste Ecke. Ach, schon wieder. Heute regnet es Ecken. Und keine Tore leider. Nur ein Tor. Für Preußen. Leute, ey. Wer war es diesmal? Ich glaube, es war wieder Heidmeier, der diesmal zentral am Elferpunkt ungefähr mit dem Fuß an den Ball kam, aber konnte ihn nicht aufs Tor bringen. Langer Ball jetzt von Unterhaching, aber geklärt von Schmidt auf Bischof, der Zenger mitnimmt. Der auf rechts Siegert findet, der durchchippen will auf Krone, kommt aber nicht an. Deswegen Haching jetzt über die rechte Seite. Ach Gott, ey. Der stellt sich an. Der Vogelsammer haut sich selber in jeden Zweikampf. Dann wird er einmal berührt und sowas kann ich überhaupt nicht leiden. Ne? Also auf jeden Fall Freistoß da, Mittellinie, linke Seite. Meine Güte, sowas regt mich auf. Ja. Tief durchatmen. Jetzt wieder versuchen die Unterringer das Spiel über hinten aufzubauen. Doch jetzt wieder über die Mittellinie, zurück zum Torwart. Der Torwart rüber zur rechten Seite, wo ein Unterhachinger weiter am Platz hat, nach vorne zu laufen. Er schießt nach vorne. Langer Seitenwechsel. Oh, jetzt schön aufgepasst von Riedel, der da stehen bleibt und keine Chance für den Gegenspieler. Nimmt jetzt auf der rechten Seite Siegert mit, hat er da keine Anspielstation. Super den Ball behauptet und den Einwurf rausgeholt. Was sagst du jetzt zu der zweiten Halbzeit? Ja, weiß nicht. 86. Minute läuft. Ja, Unterhaching wird so ein bisschen gefährlicher, ein bisschen offensiver. Preußen muss dann halt da vorne die Lücken finden, aber Amachaibu ist so ein bisschen ausgepumpt, glaube ich. Krone macht auch schon das ganze Spiel da vorne viele Meter. Und allerdings vorne gibt es auch keinen Ersatz, den man einwechseln könnte.
guter Doppelpass jetzt für Unterhaching, Schulze Nius hat den Ball sicher. Der Bigalke war es, der leider den Doppelpass sucht, kurz vor dem 16er mit Vogelsammer, der abprallen lässt, aber der Schuss dann in die, oder war mehr so ein Kullerball. Deswegen langer Abschuss. Abschlag jetzt Richtung Amacai Bu, der den gut behaupten kann, jetzt alleine vorne drin. Steckt durch zu Krone, aber klar, kommt nicht an. Ja. Da hätte er vielleicht links Kara sehen können. Ja. Also irgendwie ist die Luft von Preußen raus. Na, so mehr und mehr macht sich so ein bisschen Angst breit, dass hier doch mal was passieren könnte. Auch wenn es völlig unverdient wäre für Unterhaching. Die jetzt über die linke Seite, wieder langer Ball. Heidmeier ist da, muss eigentlich sprechen mit Schmidt, aber Riedel klärt die Situation und der Ball fliegt ins Publikum, wo sich die Beteiligten freuen, einen Ball in der Hand zu haben. Stark von Riedel da, den Ball geholt und behauptet auf der rechten Abwehrseite an der Außenfahne. Zenger jetzt. Ah, Krochen kriegt den Ball. Hat das ganz schön wie hier vorne, aber ist halt alleine. Oh, stark getunnelt! Aber dann kommt ein Gegenspieler dazwischen. Amacai Bu erobert sich den Ball, könnte jetzt vorbeigehen. In den 16er schießt. Knapp doch, der Torwart rettet den Ball zu einer Ecke. Ja. Die 17. Ecke in dieser Partie. 17 schon? Nur für Preußen Münster. Krone sprintet da übers halbe Spielfeld, tunnelt an seinen Gegenspieler. Das Publikum steht auf. Entsprechend ausgepumpt stand er dann danach. Aber so die Kraft für den Kopfballtreffer hätte er vielleicht noch. Und wieder mal ist es Bischof, der sich für einen Eckball bereit macht. Wer ist da oben? Wer ist vorm Tor alles aufgestellt? Ja, Pinto, du siehst das gerade. Ja, die Tribüne ist aufgestanden, deswegen habe ich auch mal gemacht. Es wird nochmal spannend hier. Heidmeier auf jeden Fall da vorne. Jetzt der lange Ball. Also, Heidmeier kommt tatsächlich an den Ball. Aber der Ball dreht viele Fehler, deswegen nicht ins Aus. Kara jetzt nochmal zurückgelegt auf Schmidt. Der wieder rechts raus auf Bischof. Der im 16er. Jetzt mit Druck vorher spielen wollte, aber da ist ein Bein dazwischen gewesen. Bischof hat den Ball wieder, muss aber hinten rumspielen. Zenger ist da. Ganz hinten rum zu Schulze Nios. Wieder das Spiel neu aufbauen. Ja, über links jetzt neu aufgebaut das Spiel. Heidmeier mit dem langen Ball, aber vorne ist keiner und den Krone kann man auch nicht noch mehr laufen lassen. Trotzdem erobert sich den Ball, legt quer auf Kara, aber da ist die gute Grätsche, der Kara kommt nicht dran. Und das Spiel geht wieder in die andere Richtung. Hat jetzt ziemlich viel Fahrt, wenig Kontrolle das Spiel. Es ist sehr umschaltstark jetzt die letzten drei Minuten. Hier, es geht von Preußen zu Unterhaching. Och, der Ball geht so langsam zum Schulze Nihus. Der schlägt jetzt wieder den Ball weit raus. Ja, und jetzt tut das. Abdi hat gezeigt, wie den haben. Kriegt den auch. Verliert aber das Kopfballduell. Deswegen der Ball jetzt bei Götze. Auf der linken Seite. Langer Ball. Schön geblockt von Abdi. Preußen möchte noch einmal wechseln. Philipp Rühe kommt wohl rein. Nee, Scherer. Nee, Scherer. In der 90. Spielminute. Für wen kommt er denn? Für Abdi. Starkes Spiel, mein Junge. Applaus. Jo, hat er richtig gut gemacht. Auf der 10er hat er das Vertrauen gekriegt und das auch zurückgezahlt. Sein bestes Spiel, glaube ich, bisher im Preußen-Dress. Zumindest, was ich gesehen habe. Scherer jetzt auf die 6 und Bischof auf die 10. Soll das Offensivspiel ein bisschen ankurbeln. Scherer dafür, der neue Nebenmann von Zenger. Aber erstmal Unterhaching mit der langen Ball auf die linke Seite. Sieger ist da im Kopf der Wand. Aber ja, weiter im Ballbesitz. Unterhaching linke Seite. Riedel blockt den Ball ab. Und der Ball geht nicht ins Tor aus. Nur Seiten aus. Einwurf für Unterhaching. Ja, die Zuschauer monieren. Eigentlich war da ein Hachinger zuletzt am Ball. Götze mit dem Einwurf, dann abgelegt. Immer noch Gefahr. Aus dem Rückraum könnten sie jetzt schießen. Aber schön! Schnell umschalt Preußen, den Bischof am Ball. Sieger startet rechts außen. Doch. Krone jetzt links am Ball. Wieder am links Ball. Hinter Kara mit. Der zieht nochmal nach innen.
Der steckt durch auf Siegert. Rechte Seite im 16er. Könnt ihr schießen, legt aber. Ja! In der 90. Minute Nürnberg 3-0. Sauber. Ja, Mann. Und es macht. Schäder ist es. Der gerade zu reingewechselt wurde. Geil. Hier das entscheidende Tor. Am eigenen 16er den Ball gewonnen. Übers ganze Spielfeld machen sie das Spiel schnell. Hatten dann Überzahl vorne. Rechts rausgelegt. Auf Siegert, der den die Übersicht. Schäder geht mit nach vorne und dann mit Tempo auf den Torwart und hält den Fuß dazwischen. 2-0 für Preußen. Verdient, endlich. Und 90. Minute. Nein. Ja! Das da geht. Simon Schäder. Bitte! Das war bitter nötig. Ja. Und wieder bezeichnet, dass da ein Abwehrspieler kommen muss und das Ding hier sichert. Noch hat der Schiedsrichter keine Nachspielzeit angegeben. Langer Ball wieder von Unterhaching. Das Mittel, anderes kennen sie nicht. Aber hier, ja. Schiedsrichter hat die Pfeife schon im Mund, aber doch Schmidt springt der Ball an die Hand. Preußen will nochmal wechseln. Pischon kommt jetzt rein. Ich denke für Pischon. Siegert. Ja, kann man. Siegert. Ja, ich will auf jeden Fall die Abwehr. Siegert, Bischof. Oder doch? Nee, Krone kommt runter. Die Krone. Ja, auch vom Preußen-Team geht runter. Krone! So, da stehen wir auch nochmal auf und klatschen. Krone hat ein starkes Spiel gemacht. Echt viele Meter immer vorne angelaufen. Es war kein Torerfolg, aber wichtiger Mann da vorne. Marco Pischon ist gekommen für Krone. Freistoß jetzt lange in den Preußen 16er, aber geklärt, keine Gefahr. Ins Seitenaus auf der rechten Seite, Höhe des 16ers. Hast du was mitbekommen wegen der Nachspielzeit? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, aber schon 2 Minuten. Flanke jetzt in den 16er, da ist Schmidt, aber im Hintergrund immer noch in Unterhachinger am Ball. Stark gemacht jetzt von Bischof und Siegert hat Siegert. Den Ball, kann rüber links Siegert legen, aber jetzt alleine. Gefault und gelbe Karte. Gelbe Karte an. Nummer 13. Schwarz. Benjamin Schwarz. Da kommt wieder mehr Licht ins Dunkeln hier mit einer gelben Karte. Jo, Siegert macht das richtig stark. Erobert da zusammen mit Bischof auf der rechten Seite den Ball. Treibt dann das Spiel nach vorne. Holt nochmal alles aus sich raus. Hat echt viele Meter auch schon gemacht und setzt trotzdem den Sprint an und zieht das Foul. Richtig stark. Und da ist der Abpfiff. Jawohl, wir gewinnen das Heimspiel hier im Preußenstadion mit einem Torverhältnis 2-0. Richtig geiles Spiel von Preußen. Haben sich lange schwer getan, aber am Ende doch noch durch den eingewechselten Simon Schäder das völlig verdiente 2-0 gemacht. Von Unterhaching kam echt wenig. Wir gucken nochmal auf die anderen Ergebnisse heute. Cottbus. Sind wir Spitzenreiter? Was macht Moment. In Wiesbaden? Pinto, los! Ja, wir sind. Wir sind Erster mit 32 Punkten. Wien, Wiesbaden. Ja, Preußen vor Bielefeld, vor Osnabrück. Rutscht aber auf den vierten Tabellenspiele. Also die Ergebnisse. Cottbus führt gegen Rostock, das Spiel läuft noch. Erfurt gegen Kickers 1-1. Kiel gewinnt gegen Duisburg. Groß Asbach gewinnt gegen Chemnitz. Bielefeld gewinnt in Regensburg. Und Köln schlägt Wien, Wiesbaden. Oh, das ist sehr gut für uns. Jawohl. Und überraschend. Ja. Damit sagen wir auf Wiedersehen und wir hoffen... Vielleicht noch morgen noch Mainz gegen Halle. Und nächste Woche geht's weiter dann Preußen bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund.